Und damit herzlich willkommen zum Teil 58 hier in EP16 Zimmer in Frankfurt. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich habe mir gedacht, ich möchte ganz gerne mal an einem anderen Punkt weiterbauen, als ich zuvor die ganze Zeit gemacht habe. Denn die ganze Zeit waren wir hier mit Straßenbau und sowas beschäftigt und hier gibt es eigentlich noch eine Menge zu tun, aber wie gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne mal was anderes machen. Und zwar möchte ich mal die Gleise hier so ein bisschen erweitern. Ja, wir werden hier immer mal wieder dran weiterbauen. Vielleicht auch das ein oder andere mal außerhalb einer Videoaufnahme ein bisschen weiterbauen, damit man hier auf jeden Fall vorwärts kommt. Weil, ich sag mal so, würde man das alles in Teile packen, das hier alles zu gestalten, wenn man in 20 Teilen vielleicht mal irgendwo weiter, und wie gesagt, ich möchte halt auch ganz gerne mal ein bisschen, ja, abwechslungsreich sozusagen, das mal ein bisschen weiterbauen hier. Das heißt, wir werden hier die Strecke in Richtung Messe erweitern. Das liegt ja alles hier zum Glück recht nah beieinander. Und dazu musste ich hier erstmal die Gleise hier so ein bisschen entfernen, weil die waren hier bis gerade eben noch, ja, hier recht geradeaus. Ne? Das geht ja hier noch so einen kleinen Bogen, also so ungefähr, wo hier jetzt die S-Bahn-Gleise sind. Und hier, das machen wir jetzt einfach, ja, sozusagen hier mit dem Abstand gegenüber von dem S-Bahn-Gleis mit minus 6 oder so. Ich weiß gar nicht, was für ein Abstand das war. Kann sogar hinkommen, ja. Ja, und wenn wir das jetzt zum Beispiel einmal hier dran setzen. Dann könnten wir hier auf jeden Fall wieder mit 4,5 in die Gegenrichtung. Das können wir mal zu einer Weiche machen. Denn die muss auch hier an der Stelle zusammen. Das kann doch mal weg. Ah, da ist ein Kontaktpunkt drauf. Das ist einmal weg. Dann können wir das hier auch entfernen. Wunderbar. Und hier kommt dann die normale Strecke weiterhin hin. Ja, wenn man das jetzt zum Beispiel mal zusammensetzt, ist eine sehr weitläufige Weiche, ehrlich gesagt. Also die beginnt recht früh. Ja, aber ist auch in Ordnung. Genau, das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal alles so ein bisschen parallel hier dran. Setzen wir mal ein bisschen weiter hier hin, damit wir hier nochmal dran können. Weil das war meiner Meinung nach nicht ganz parallel. Vielleicht sah es auch nur so aus, aber so können wir das auf jeden Fall belassen. Ja, die S-Bahn ist hier ein bisschen weiter auseinander als die Strecke hier gegenüber den Zügen. Trennt sich eh gleich wieder, weil ja in Kürze schon der nächste S-Bahn-Bahnhof kommt, sprich Bahnhof Messe. Genau, jetzt möchte ich erstmal noch. Wir verbinden eigentlich nichts, wir können ja hier einfach gerade mal weiterbauen. Hier sind in Wirklichkeit auch auf jeden Fall Verbindungsweichen, also hier kann man einmal rüberfahren. Das so zu, nee, das hält hier nicht wirklich den Abstand. Genau, das schon eher. Das heißt, das können wir jetzt mal zusammensetzen hier. Einmal für geradeaus jeweils, damit die nicht ungewollt hier rüberfährt. Das Ganze können wir eigentlich auch mal kürzen.
Ja, dann machen wir ruhig 30. Da kommt nämlich hier der eine dran. Und hier der andere. Ja, das drehen wir uns einmal und das wird genau die Weiche für umgekehrt. Also ich sprich hier für diese Seite einmal rüber. Dann haben wir auch 30. 30 dann normal. Das einmal umgedreht auf 6 und das können wir eigentlich auf 60 setzen und einmal geradeaus weiter. Das einmal umdrehen und das können wir dann auch verbinden. Genau. Da wächst die Strecke auf jeden Fall schon mal in die Richtung weiter. Dann einmal minus 6 hier einmal rüber. Hier gibt es dann einen 60 Länge. Und einmal 4,5 rüber. Ja, so langsam kommt man dann auch vom Hauptbahnhof weg. Aber wie gesagt, wir werden ja hier im Inneren noch mal ein bisschen weiter bauen im Laufe der Zeit. Ja, das bleibt auf keinen Fall so frei. Da tun wir einmal die Weichenlaternen verstecken. Ja, weiter als Westbahnhof wird es hier in diese Richtung höchstwahrscheinlich eh nicht gehen. Und Westbahnhof kommt ja schon direkt nach der Messe, also von daher, da ist man hier echt recht dicht an der guten Strecke. Ja, kann ein paar Stationen mit der S-Bahn fahren. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch mal um die Gleismauern hier rechts und links darum. Und hier die Straße, die führt dann auch hier lang eigentlich. Nee, die führt eigentlich noch mal hier. Die ist noch nicht ganz richtig. Die Straße, die bauen wir wann anders hier hinzu. Das kann sein, dass wir da jetzt noch nicht ganz an der richtigen Position sind. Auf jeden Fall holen wir uns erstmal hier die Gleismauer wieder. Sonstige, nee, Wasserfall nicht. So, hier genau die wieder. Einmal minus 2. Also muss ich natürlich noch hier tauschen. So, das hier einmal dran gesetzt. Es kann im Übrigen sein, dass hier in echt deutlich mehr Straßen unter der Bahntrasse durchführen, als ich hier vielleicht bauen werde. Wie gesagt, hier hinten, ja, hier in dem Bereich wird auf jeden Fall nochmal irgendwo eine hinkommen, aber größtenteils war es das eigentlich bei denen, die hier zu sehen sind. Also hier gegenüber der Galluswade zum Beispiel, hier könnte in echt, glaube ich, auch noch eine sein, aber die baue ich nicht, weil wie gesagt, so viele Straßen brauche ich hier nicht. Und ja, ich habe ja hier schon recht gutes Straßennetz. Und hier kommt ja wie gesagt auch noch eine hin. Hier in der Nähe von der Messe, weil hier ungefähr kommt ja schon die Messe hin. Ja, hier wo jetzt die Strecke endet, beginnt es ja dann schon mit dem S-Bahn-Bahnhof wieder. Also es ist wirklich nicht so weit weg. Da setzen wir auch einmal hier dran.
Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine gute Betonmauer. Pausiert habe ich das deswegen hier die ganze Zeit, weil wie gesagt die S-Bahnen hier schon unterwegs sind, auch wenn die Strecke gerade in Bearbeitung ist. Aber damit die hier nicht sozusagen im Weg rumfahren, ja genau, ist das hier gerade pausiert. Weil weiter als bis hier hinten hin kämen sie eh nicht. Und vielleicht, falls man nochmal zur Not ans Gleis müsste oder so, kann man da auf jeden Fall gleich hin. So, dann nehmen wir uns einmal Schotterbett. 4,5 einmal rüber. Ne, das ist ein bisschen weit weg. Müssen wir nochmal umändern. Ich glaube, die Autosicherung ist auch schon wieder aus. Warum auch immer. Machen wir mal 3. Ja, das passt besser. Dann machen wir das hier schön alles zu. Glaube, das passt aber noch nicht genau. Da müssen wir nochmal hier eine andere nehmen. Also eine weitere. Ersetzen das zum Beispiel auf 931, damit es hier nicht so rumflackert. Ja, und die können wir ja eigentlich einfach mal hier 4,5 rübersetzen. Genau. Passt eigentlich ganz gut. Dann geht es hier weiter mit minus 3. So, das flackert aber zu enorm. Dann müssen wir einen von denen wieder ein bisschen runtersetzen auf 31, also vielmehr 931. Hier werden wir dann auch im Laufe der Zeit noch ein bisschen mit Gräsern und so arbeiten. Ups, hier passt das noch nicht so zusammen. Kurve kommt hier irgendwie ein bisschen eckig vor. Tun wir dann vielleicht auch nochmal umändern. Ja, wie gesagt, vielleicht tun wir auch hier schon die, oder vielmehr erst die Weiche machen und nicht hier. Können wir vorstellen, das war ein bisschen früh. Ja, dann geht man hier hin, setzt das hier dran. Und das hier genauso. Dann hat man die hier. Ja, wobei, das sieht jetzt ehrlich gesagt auch nicht gerade besser aus. Auch das tun wir noch mal ein bisschen umändern. Warum wird das eigentlich immer hier zu so einer? Genau, das passt dann besser. Hier einmal dran und hier einmal dran. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Ja, ist schon besser als eben. Ja. Damit kann man eigentlich leben. So, dann hier nochmal in die Zwischenräume. 2, 2, 2 und so weiter und so fort. Tun wir das hier alles mal füllen. Genau, da haben wir hier jetzt noch eine etwas größere Lücke, aber die kriegen wir auch noch irgendwie zu.
So, jetzt eigentlich nur noch hier an der Stelle. Einmal minus 3. Dann dürfte es ja eigentlich schon gewesen sein, genau. Da flackert es wieder, das heißt, das einmal auf 9,31. Genau, wunderbar, da haben wir das hier auch zu. Ja, Schotterbett, da wir schon ein Schotterbett hier gerade drin haben, können wir damit eigentlich auch gleich weitermachen. Das kann ja hier überall hin. Genau, speichern erst einmal. Weil jetzt ist die Strecke gerade, das heißt, man kann das Schotterbett recht gut weiterbauen. Das heißt auch mit dem hier direkt. Obwohl. Nee. Lieber nicht, sonst passt das hier nicht mehr so zusammen. Dann machen wir das so. Hier schön in die Mitte einmal. Einmal minus 3. So, damit haben wir das dann auch erledigt. Jetzt wieder einmal normal. Also, das könnte aber eigentlich, habe ich gerade vergessen, das könnte eigentlich auch der Abstand 2 sein, den wir hatten wir ja hier sowieso auch schon, weil das hier näher beieinander ist. So, zack, da müssten wir jetzt überall hier Glasschotter haben. Genau, wunderbar, das sieht schon mal gut aus. Nehmen uns die Betonmauer noch mal. Und tun das hier auf minus 2 übersetzen. Muss auch keine Weiche sein. So, das auch einmal rüber, wunderbar. Jetzt muss ich trotzdem gerade mal gucken. Weil irgendwo muss dann doch mal hier die Straße durch, die hier quasi jetzt aufhört. Ja, wir legen uns die mal grob hier irgendwie hin. Das ist dann die Straße mit Gehweg rechts. Er wird auch wieder eine Straße mit einer zweiten Spur. Minus, nee, nicht minus. Ist ja einmal rüber. Und das Ganze ein bisschen kürzer. Denn das hier wird eine Kreuzung und hier geht eine Straße hin parallel zu der Bahntrasse. Ja, die Straße führt dann auch auf eine Brücke hoch. Das heißt, es ist dann wirklich auch exakt auf derselben Höhe, genau parallel. Kann sogar auf 50 eigentlich.
Ach, also die Straße beginnt in Üppigen schon hier. Ja, die führt dann hier zum Beispiel drauf. Ja, und hier wird es dann so ein Zubringer hoch mit einer gewissen T-Kreuzung hier oben dann einmal oben drauf. Ich muss nur erstmal die S-Bahn-Trasse, sprich den Bahnhof beginnen, damit ich hier ungefähr weiß, in welcher Breite man hier das Ganze bauen kann. Ja, wenn man das hier ungefähr minus 13,5 setzt, in der Hoffnung, dass das genügt, ja, da kann man das hier jetzt zum Beispiel verbinden und das tun wir jeweils umdrehen, da ich gerne die Gleise in der richtigen Fahrrichtung liegen habe, soweit es geht. Genau, da kommt hier dann der S-Bahn-Bahnhof hin. Ist ja wirklich recht nah beieinander. So, gucken wir in Bahnsteige. Also waren sogar schon offen. Da haben wir zum Beispiel, ja gut, den kann man vergessen, weil der ist, ich meine, der ist zwar schön, aber viel zu niedrig. Der wäre schon eher was. Mal gucken, ob der hier hinpasst. Vielleicht einmal auf 9. Oder wir machen das so. Auf welcher Höhe hatten wir denn hier an der Galluswalle den Bahnsteig? Muss auf jeden Fall ein bisschen höher gewesen sein, als die eigentlichen Schienen sind. 10,42, dann übernehmen wir auch hier die Höhe. Ersetzen das einmal auf 10,42. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, wenn wir das jetzt einmal minus 4,5 und einmal umdrehen, dürfte das doch hier wunderbar hinpassen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, machen ruhig noch so ein 30 Stück ungefähr. Hier müsste jetzt auf jeden Fall ein Langzug reinpassen. Wir haben ja da hinten auf jeden Fall eine S-Bahn. Werden wir gleich mal gucken, ob das dann passen kann. So, das auch zurück. Und diese Strecke tun wir jetzt jeweils auf minus 6 einmal umdrehen. Und 4,5 genauso. Westbahnhof wird schwierig, weil das ein Doppelhochbahnhof ist. Doppelhochbahnhof deswegen, weil wir ja ohnehin schon auf einer gewissen Höhe sind aufgrund der Gleismauer und so. Aber Westbahnhof ist dann nochmal eine Etage höher gegenüber den S-Bahnen. Das wird eine Herausforderung, das so zu bauen. Aber darauf freue ich mich ehrlich gesagt sogar schon. Er wird sagen, tun wir hier gerade noch mal.
es weitersetzen mit der Gleismauer. Minus 2 einmal umdrehen, einmal da dran. So, dann machen wir die Mauer erstmal bis hier hin. Und wie gesagt, genau, die S-Bahn darf schon mal weiterfahren. Ist zwar nur ein Vollzug, aber ich kann mir dann dementsprechend ja betrachten, ob da ein Langzug reinpassen würde. Ich denke schon. Ja, also. Ja, wenn man sich dann halt einfach hier an dem Vollzug einen weiteren Teil hinten dran denkt, passt das auch. Ja, man sieht ja, wie lang so einer wäre. Ja, würde der hier halten? Na, das wäre schon knapp, ehrlich gesagt. Es könnte zwar passen, aber an der Galluswarte hatte man mehr Luft. Also Luft wegen am Abstand, meine ich jetzt. Da tun wir ruhig noch mal ein bisschen. Können wir ruhig den Bahnsteig auf der 60 lassen. Ersetzen das einfach auf die 60. Das tun wir einmal minus 4,5 umdrehen. Also natürlich gleichbleibend. Weil dann passt das hier auf jeden Fall rein. Ja, angenommen, die würde dann hier halten. Ja, weiter wird es jetzt eh nicht gehen, aber dann hatte die auf jeden Fall hier weiteren Platz. Ich tue hier einmal die Strecken miteinander verbinden, damit die hier weiterfahren können. Die eine wartet da auch schon. Nicht, dass da gleich die andere drauf fährt. Ja, und jetzt können wir es ja sowieso noch mal sehen. Weil das ist ein Langzug hier, die jetzt hier. Ja, also ein Langzug passt hier jetzt auf jeden Fall rein. Ich weiß gar nicht, wie schnell die hier fahren. Ich glaube 80, genau. Ja, lassen den auch hier auf 80 fahren. Genau, dann können die S-Bahn wenigstens wieder fahren. Der Zugverkehr ist im Moment sowieso. Den gibt es ja erst am Nachmittag. Der ist jetzt außerhalb der Betriebszeit, aber auf jeden Fall, soweit funktioniert das. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich diesen Teil. Wir werden uns dann im nächsten Teil hier um den Bahnhof Messe und alles, was hier drumherum ist, so ein bisschen kümmern. Ja, hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Gern Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. So, jetzt haben wir den Satz auch vollständig zu Ende gebracht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.